Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, das ist jetzt die erste Aufnahme mit dem neuen Update, weil der DLC für Paris raus ist und wir sehen auch hier einen Brief von Randvi. Eivor, zwei Besucher aus dem Frankenreich sind in Hrefnatrop oder Thorp eingetroffen. Die eine ist eine junge nordische Kriegerin aus dem Clan von Jarl Sinrig nahe Paris und der andere scheint ein Franke zu sein. Wir haben uns bereits als Geschenk von Sinkris Bruder Siegfried ein neues Gasthaus errichtet. Ich bin keine Hellseherin, doch es ist offensichtlich, dass sie etwas von uns wollen. Die Kriegerin Toka heißt sie, hat bereits nach dir gefragt. Rede mit den beiden, um herauszufinden, was sie wirklich wollen. Randvi. Ja. Ein Festmahl und bauen ihr eigenes Gästehaus. Diese Art Besuch gefällt mir. Ja, so. Der DLC ist verfügbar, aber der soll uns jetzt erstmal nicht stören. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die Queste. So, Frankreich, Irland, lassen wir erstmal so. Meisterherausforderung, das war, glaube ich, mit dem Kometen. Genau. Das lassen wir auch außen vor. Hrefnatrop. Finde und töte die Mitglieder des Ordens. Ein neues Zuhause. Wikinger. Ich würde sagen, wir machen. Wir haben ja jetzt keine weitere Queste. Wir machen. Warte mal. So. Ja. Belagerung von Paris. Mach mir das mal aus, ich will das ja nicht haben. So, dann gucken wir mal, wo ist denn hier unsere Bude? Wo ist denn hier das Haus an sich? Da. Wir werden jetzt zur Randvi gehen und werden uns jetzt, wir haben East-Sexe, müssten wir durchhaben, ne? Da war, glaube ich, fertig gewesen. Ich muss erstmal wieder rinkommen hier. Das letzte Mal war jetzt. Boah, warte mal. Das letzte Mal war. Achso, ich wollte noch mal was gucken. Am 30. Juli. Wir haben jetzt den 23. August. Also einen Monat schon wieder her. Oh, ist das schon wieder ein Monat her? So, habe ich jetzt hier auch irgendwas? Warte mal. Hier ist 73, 73, 72, 71. Ich speichere das mal ab. Ich will mal sehen, weil das ja wohl irgendwie einen Bug. Ja, speichere mal ab. Hat er gemacht heute. 75 Stunden. Ja, wohl ein Speicherbug oder sowas, das nicht gespeichert wurde. Aber ihr habt gesehen, er tut, was er tun soll. So, Randvi, du kleine Sau, wo bist du denn? Schatzi, wir sind zu Hause. Gibt neue Post? Nee. Kann ich den Hund streicheln? Juhu! Gut. Wir haben hier noch Hauptaufgaben. Wir haben noch eine ganze Was Menge. Was gibt es Neues, Eivor? Schnucki, wenn ich dich sehe, wäre ich immer so rollig. Und dann muss immer das her. Komm her. Ja. Es muss sein, Freunde, es muss einfach sein. Junge, Lesbenliebe. So. Würde auch der eine oder andere fragen, denn so, ja, wäre doch so, wenn zwei Männer wären? Hm, wahrscheinlich nicht. Ich bin hetero. Tut mir leid. Wenn zwei Frauen sich küssen, finde ich das sehr erregend. Wenn zwei Männer sich küssen, eher weniger. Aber gut. Ja, das ist ja nur meine persönliche Meinung. Ich habe nichts gegen Schwule und Lesben, um Gottes Willen. Ich bin der Letzte, der meine Tante ist. Das ist eine Lesbe. Habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube, kann sein. Die hat sich dann irgendwann geoutet und dann haben wir dann gesagt, ach so nach dem Motto, dann so, wie wäre das gewesen? Ach, wird ja auch mal Zeit, dass du das uns sagst. Wir wissen das aber schon lange. Ja, die hat gedacht, die macht das ein Geheimnis oder sowas, aber. Ah ja, man wies doch sowas. Und es ist vollkommen in Ordnung. Die Hauptsache ist, dass die Menschen miteinander glücklich sind, wisst ihr? Wenn Paare miteinander glücklich sind, ob gleichgeschlechtlich oder ungleichgeschlechtlich, Prösterchen, ne? Macht, worauf ihr Bock habt.
So, Randvi. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben East Anglia. Angler haben wir. Hier haben wir East Saxe. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Sudsaxe. Ja. Ich denke an nichts als Sudsaxe. Basim und ich könnten Sigurd retten. Aber wir brauchen ein Heer. Die Entscheidung liegt bei dir. Je mehr Bündnisse du hast, desto wahrscheinlicher dein Sieg. Warte mal, Sudsaxe, da müssen wir hin, oder was? 250er, was haben wir hier? Was ist denn das hier? Snottingham, Snottinghamshire, was ist das? Ach hier, muss ich genau drauf hin, hallo? Eoforvik. Nee, ich würde sagen, wir bleiben bei dem, was wir hier haben. Guck mal, hier sind doch auch noch hier. Die haben ja angekündigt. Abgeschlossen, Winland. Da waren wir, okay. Die haben ja wohl angekündigt, dass er dir nach den DLCs trotzdem. Also nächstes Jahr gibt es wohl nochmal Content. Bin ich mal gespannt. Seasons Pass sind ja nur. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Season Pass. Ich hätte eine Steigen. Gut, machen wir trotzdem, bitte, wa? Ich denke an nichts als Sudsaxe. Basim und ich könnten Sigurd retten. Aber wir brauchen ein Heer. Die Entscheidung liegt bei dir. Je mehr Bündnisse du hast, desto wahrscheinlicher dein Sieg. Ist denn Sudsaxe jetzt... Ach, ich bin völlig außen. Ich weiß ja, ich bin völlig unschlüssig. Komm, wir machen das hier. Erzähl mir von Jofovic. Heitam sagt, dort gibt es drei weitere Ziele. Wenn das wahr ist, hast du Glück. Unsere alten Freunde Hjör und Jufina haben sich in Jofovic niedergelassen. Beide hatten Rang und Einfluss in Nordwege. Vielleicht können sie wertvolle Einblicke in die Stadtpolitik geben. Das würde mir die Arbeit erleichtern. Was sagst du also? Ja, werden wir erstmal das machen. Jofovic. Ich dachte ja so Eo. Jofovic. Kann ich mir doch nicht merken, oder? Werden wir uns erstmal annehmen, dieser Sache. Und dann, wenn wir das haben... Ich gehe gleich. Weißt du, wo ich Hjör und Jufina finden könnte? In einer neuen Stadt hört man sich am besten zuerst am Hafen um. Die Leute dort wissen mehr als ein gemeiner Bauer. Gut. Na? Warte mal, sind hier mehr Briefe dazu gekommen? Es wird immer schwieriger, Eivor über den Bündnistisch hinweg anzusehen und nicht daran zu denken, was sein könnte. Ich sagte mir, dass es nur an Sigurds Abwesenheit liegt. Doch die Lüge löst sich mit jedem Tag weiter auf. Naja, das hatten wir, glaube ich, schon mal hier, ne? Aber die lässt es ja einfach so liegen. Eine Bekanntschaft aus meinem Teil der Welt lebt nun in Irland. Sie hofft, ein Handelsbündnis zwischen uns und Düflin zu schmieden. Das könnte sehr vorteilhaft sein. Bitte zieh es in Betracht. Azar kleidet sich als Mann. Einst war dies als Täuschung notwendig, doch nun hat sich gezeigt, dass sie sich zwischen den Geschlechtern recht wohl fühlt. Jetzt hat es also keine Täuschung mehr. Ich hoffe, dass sie bald in Hefnarthorpe treffe. Dass ich sie bald in Hefnarthorpe treffe. Item. So, okay. Neuer Brief? Nö. Okay. Jofovic. Eivor, hast du Werk gesehen? Nö, du. Mit dir möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich habe hier Aufgaben zu tun. Wir müssen Siegfried zurückholen. Nee, Sigurd. Nee, wie heißt er? Sigurd, ne? Verdammten Namen vergessen. warte mal. Lass mich mal kurz gucken. Welt? Können wir da irgendwie... Wir müssen dahin. Könnten hier hinreisen.
Ist da irgendwo noch irgendein Weg? Nee. Dachte, ich war hier schon durch in Lincolnisch hier. Lincolnisch hier sind noch alles offen. Was macht denn der zwischendurch, der Budimann? Da ist noch dieser Dings, okay. Wie ist East Sexe? Bin ich auch noch nicht durch. Wo waren hier East Sexe? Da muss ich auch noch hin. Gut, soll mich aber jetzt nicht erstmal nicht weiter stören. Reisen wir hier hin, wa? Das ist, glaube ich, gut, dass wir dahin reisen. Müssen wir mal sehen. Dass wir da jetzt irgendwie... So, Freunde. So, Fluss folgen. Hier müssen wir an die Ruder. Singt uns ein Lied. Ist unter euch ein Seeskal? Segel setzen! Segler! Als ich aufhörte, ein Berserker zu sein, beschloss meine Familie, Nordwege zu verlassen. Wir verkauften Hof und Waffen für ein Dutzend Silbermünzen. Wir segelten mit einer Handelsflotte über die Walstraßen und ließen uns nach Halfdans Siegen bei Jofurvik nieder. Alfild, Njal und ich hatten ein kleines Haus. Jeden Tag gingen wir zum Markt, wo Njal Tricks vorführte, um Geld zu verdienen. Man liebte uns und Njal liebte Jofurviks leckeren Fisch. Doch eines Tages machten Njals Kunststücke den Leuten keinen Spaß mehr. Der Markt war leer. Die Menschen der Stadt hatten sich anderer Unterhaltung zugewandt. Wir gingen den Leuten nach und fanden heraus, dass sie in einer Grube einen Bären gegen Hunde und Trells kämpfen ließen. Wir waren angewidert. An jenem Abend schmiedeten wir einen Plan. Wir trafen die Besitzer des Bären und füllten sie mit Ale ab. Dann warfen wir sie in die Grube. Ihr Bär zerfleischte sie, denn sie hatten ihn schlimm misshandelt. Wir setzen das später fort. Naja, wollen wir jetzt doch ja nicht. Mach weiter. Erzähl weiter. Warst du schon beim guten Teil? Ihr Bär zerfleischte sie, denn sie hatten ihn schlimm misshandelt. Dann folgte er Njal und uns fort aus dieser verfluchten Stadt. Wir führten den Bären ins Piktenland. Und wir zogen nach Dunvik in East Anglia. Doch dort begann der Ärger aufs Neue. Wir machen später weiter. Nun los. Die Geschichte kennen wir aber schon. Stimmt etwas an. Lass mal singen hier. Guck mal, da ist Schnee. Wir kommen in Schneegebiete. Guck mal. Schnee auf der Stadt. Auf der Burg. Geil. Also die Welt ist wunderschön. Also das ist wirklich... Muss man schon sagen. Das ist schon... Schnellreise entdeckt, okay. Sehr gut. Was ist denn das hier überhaupt für ein Land hier? Jofurvik hier. Jofurvik. Ah, ich denke mal, wir werden das hier alles mitmachen, wa? Das ist hier auch hier, Lincolnisch hier. Hat noch nicht gemacht. Ich bin doch sonst immer so hinterher gewesen, oder? Ich hab das in letzter Zeit... Sind wir nach Lincolnisch hier direkt nach Asgard? Guck mal, hier ist ja noch nicht mal alles so viel deckt. Oh, da habe ich ja noch ein bisschen zu tun. Da kann ich ja nachher mal machen. Vor allen Dingen habe ich keine Folgen mehr auf der Platte, weißt du? So, oh, scheiße, mir gehen die Folgen aus, muss die Woche unbedingt aufnehmen.
Also ich nehme jetzt auf für nächste Woche. Ich nehme jetzt aber bloß eine Folge auf, weil ich habe Kekse auf meine Aufnahmeplatte. Hä? Warum ist denn die so voll? Was ist denn das für ein Blödsinn? Wieso ist die Platte so voll? Kick so in den D-Story-Ordner drin. Oh, da sind ja noch 2 Assassin's Creed-Folgen erstmal durchgeguckt. Ja, okay. Ja, okay. Nee, die hast du ja noch, ja, nee. Nicht das Segel! Ja, so ist das manchmal. Okay, wir haben hier schöne Winterlandschaft. Meine Stimme versagt. Segel! Segel! Das wäre jetzt nicht so toll, wenn die Stimme versagt. Mann. Was? Tor, Tor? Alter, das ist ja fast wie zu Hause hier, wa? Das raue Klima. So, dann macht mal. Das muss Jufa-Weg sein. Der Orden der Ältesten lauert in den Straßen und Gassen. Meine alten Freunde Hjör und Jufwiner leben hier. Wollen wir mal gucken, ob wir hier... Auf in den Hafen! Was wir hier so machen können. Hjör und Jufwiner leben unweit des Hafens. Irgendwer sollte wissen, wo ich sie finden kann. So, okay, dann gucken wir mal. Überblicke das Land, Freundin. So, ja, das ist, was hier Queste angeht, oder? Mein Freund, kannst du mir helfen, ein paar Landsleute zu finden? Ich suche nach Hjör und Jufwiner. Hjör, den kenne ich. Seid ihr befreundet? Ja. Dann wirst du von mir keine Hilfe bekommen und sicher auch von keinem anderen Händler. Wenn du mich nun entschuldigst. Er wirkt verbittert. Hat Hjör ihm Unrecht getan? Das ist natürlich, das geht ja schon gut los hier, wa? Was ist mit dem Bengel da? Kleiner, kannst du mir helfen? Ich suche alte Freunde. Hast du die Namen Hjör und Jufwiner vielleicht schon einmal gehört? Ich glaube, die zweite kenne ich. Eine Frau. Sie kommt aus Bjarmaland. Sehr gescheit. Sie redet so komisch. Da habe ich sie gefragt. Hoffentlich war das nicht ungezogen. Du solltest mal zu Hafenmeister Grigori. Ich habe gesehen, wie sie sich unterhalten haben. Dankeschön. Man müsste ja die Möglichkeit haben, denen mal so einen Taler zu geben oder sowas, wisst ihr? Ich suche ein paar alte Freunde. Jufwiner und Hjör. Ich soll mich hier im Hafen umhören. Haha, Uhren! Haha, klar, da kenne ich einige. Hä? Dessen bin ich sicher. Im Hafen waren wir nicht hier schon mal? Wir kommen doch hier aus dem Hafen. Hier ist doch der Hafen. Wir waren hier nochmal. Wie waren hier nochmal? Warte mal. Nee, wie waren hier nochmal? Sühnen, leite mich. Wie waren hier nochmal?
Die Schnellsicht. Steuerung. Odins Sicht halten. Hab ich doch. Oder nicht lang genug? Man munkelt, dass sie unweit des Hafens lebt. Zeig mir, was vor uns liegt. Ist das da drüben auch ein Hafen? Wisst ihr, was ich meine? Gib Acht auf deinen Münzbeutel. Hier treiben derzeit Taschendiebe ihr Unwesen. Sollen sie es versuchen? Wir gucken mal hier rüber. Vielleicht finden wir da irgendwas. Also er speichert hier alle nah, so lange. Ich sehe das Speichersymbol unten. Normalerweise, wenn du den Bug hast, den Speicherbug, dann sagt er dir anderen so, oh, hier, Fehler beim Speichern. Mädchen und Jungs, hier gibt es Julziegen mit Liebe gefertigt. Der hatte irgendwas im Sinn. Stehen die hier rum? Was ist mit denen? Was stehen die da so rum? Von der Unschlimm, Beatrice! Wer meint, dass er saufen kann wie ich, soll es beweisen! Rachid Fundum für Westgautland. Mjög garder kost. Wegma! Durkega! Gato! Held ved... So, und da ist ja der Hafen. Müsste das doch hier drüben sein, wa? Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Hat hier nichts gebracht. Ich dachte, hier drüben zählt auch irgendwie zum Hafen noch, weil das am Wasser ist und... Mädchen und Jungs, hier gibt es Julziegen mit Liebe gefertigt. Muss man mal ein bisschen den Ton leiser machen bei mir auf dem Ohr. Ja, beide nur ihr Güttlenborstad. Ich kann das Julfest kaum erwarten. Schnee, Wein, Essen. Einfach die beste Zeit des Jahres. Hast du schon Geschenke für deine Familie? Guten Tag. Informationen. Ich habe sie. Willst du sie? Es ist das bisschen Silber wert. Kleiner. Versprochen. Kleiner abgebrochener. Nein, danke. Junge. Schade. Naja, wir finden die Sache noch so. So, gut, wir sollen hier irgendwo... Auf deinen Münzbeutel. Hier treiben derzeit Taschendiebe ihr Unwesen. Soll sie es versuchen? Oh. Und was ist mit mir? Was ist mit meinen Waren? Du bekommst deine Waren zurück, wenn du die Hafensteuer bezahlt hast. Auf wessen Befehl treibst du eine Steuer ein? Auf Befehl des Rates von Jofovic. Bring deine Beschwerden dort vor. Oh, das werde ich. Und ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, das ist noch nicht vorbei. Geh jetzt. Wir führen einen ordentlichen Hafen in Jofavik. Du musst der Hafenmeister sein. Wie kommst du darauf?
Alle hier hassen dich. Wie ich gerade deinem Freund dort erklärte, wenn deine Waren eingezogen wurden, musst du dich an den Rat wenden. Die Händler interessieren mich nicht, aber ich suche jemanden. Hjör und Jufvina. Du kennst die beiden? Was hast du mit ihnen zu schaffen? Ja, ich kenne sie. Und du scheinst sie auch zu kennen. Weise mich einfach in die richtige Richtung. In einem von Blumen umgebenen Herrensitz oben auf dem Hügel. Dort wohnen sie. Ja. Wie wäre es mit etwas Silber für meine Mühen? Wie wäre es, wenn ich dir die Zunge rausschneide? Vergiss, dass ich gefragt habe. Ah, das ist auch so wieder so eine Sache. Warum kann... Herrensitz. Hjör und Jufvina waren offensichtlich sehr erfolgreich. Naja, aber zu welchem Preis? Das ist jetzt hier die große Frage. Das ist die Frage der Fragen. Da hätte man vielleicht auch so eine kleine Auswahlmöglichkeit, ob man dem jetzt den Silber gibt oder nicht. Das ist aber Ding meiner. Wo muss ich überhaupt hin? Geh einfach los. Da oben. Naja, gut. Alter, wie das hier? Guck mal hier, wenn ich hier durchlaufe. Geil. Das ist ein Betrunkener. Das ist die dritte Kiste, die sie mir in dieser Woche nehmen. Ohne ein Wort der Erklärung. Befehl ist Befehl, aber ich wünschte, sie würden uns den Grund nennen. Geht auf jeden Fall irgendwas vor. Was ja nicht so gut ist hier. Ich denke mal, die sind hier wegen ihrer Macht irgendwie. Keine Ahnung. Hier, das muss das Haus sein. Hier, direkt beim Erlik. Haus des Beraters. Hegt er noch rin oder nicht? Ah, schon 27 Minuten. Freunde, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und dann werden wir mal die Aufgabe annehmen. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif und tüdelü.